Cerfignano ist ein Ortsteil von Santa Cesaria Terme mit ca. 1800 Einwohnern. Er ist schlicht, sonnig und gemütlich, wie die meisten salentinischen Gemeinschaften. Die Beweise der Vergangenheit sind auf dem Land besonders in einer Strecke der typischen römischen Straße mit Großpflastersteinen sichtbar, die vermutlich früher mit dem Straßenkreis Via Traiana Calabra verbunden war. Die Ortsmitte ist sehr interessant, für wen historisch-künstlerische Sehenswürdigkeiten sucht. Die religiöse Architektur ist in der Kirche Maria Heimsuchung gewidmet ausgedrückt, die 1806 gefertigt wurde. Die Kirche hat den Prunk des Rokokos und ihre Architektur erinnert an den Stil des spät 18. Jahrhunderts. Von der Pfarrkirche auf Vittorio Emanuele Platz, genau in der Ortsmitte, entsteht die Votivsäule Osanna, eine der ältesten der Umgebung. Sehr interessant sind die Kapellen Heiligen Josefs und Madonna von Konstantinopel, von vielen als Heilige Loja bekannt, denn es gab ursprünglich den Votivaltar dem heiligen Bischof Eligius gewidmet. Die Kirche Heiligen Antonius ist dagegen neuer errichtet worden. Sie wurde 1938 von den Brüdern Migiano zur Erfüllung eines Wunsches ihrer Mutter gebaut. Bemerkenswert ist auch die Kirche der unbefleckten Empfängnis, von den Gläubigen Kirche der Bruderschaft genannt. In der Nähe von Santa Cesaria Terme entsteht die Kirche der Madonna aus Idris. Die kleine Kirche des 15. Jahrhunderts ist der alten bäuerlichen Devotion mit der Madonna des Wassers eben aus dem griechischen Hydro verbunden. Hoheitsvoll ist das Land um Cerfignano herum, das reich an bäuerlichen alten Gebäuden ist. Hier kann man nämlich die alten jahrhundertealten Olivenbäume und die Trockenmauerwerke bewundern, die das wunderschöne historische künstlerische Erbe der salentinischen Gemeinschaft zu schützen scheinen.